Von der Montagsdemo gibt es, vom Team der Montagsdemo gibt es einen Konsens, dass von der Bühne aus nie keine Wahlaufrufe gemacht werden. Von daher auch die mündigen Bürger entscheiden, wen sie wählen, welche Partei, welche Kandidaten. Nun noch ein paar Hinweise. Als erstes gibt es die Info, warum die Ratsdemo heute erneut deutlich verspätet gekommen ist. Die Teilnehmer der Ratsdemo haben aus Protest für die jüngsten Behinderungen ihre Fahrräder durch die Rote Bühlstraße geschoben. Und sind zum Marktplatz gegangen und haben dort vor dem Rathaus an Ordnungsbürgermeister Scheirer eine Protestnote übergeben. Ja. Scheirer hat versprochen, ihre Protestnote zu beantworten. Wir werden also demnächst wieder vom weiteren Vorgehen der Rat-Demo zu hören. Nur noch ein paar Hinweise. Nur noch ein paar Hinweise. Ich halte es kurz. Einmal ein Hinweis von den Senioren und Seniorinnen gegen Stuttgart 21. Es gibt eine Petition, die fordert bei der anstehenden Anhörung zum Grundwassermanagement vom 2. bis 9. jedenfalls in 2 Wochen. Dort gibt es eine Petition, dass diese Anhörung zum Grundwassermanagement transparent und öffentlich stattfindet. Diese Petition kann man unterzeichnen im Internet, aber inzwischen auch an der Mahnwache kann man das auch handschriftlich machen. Also reichlich diese Petition unterschreiben, wer das möchte. Dann weiter geht's. Soeben wurde mir mitgeteilt, dass Angela Merkel am Mittwoch, kommenden Mittwoch um 19 Uhr in Kall sprechen wird. Vielleicht gibt es ja auch einige aus der Gegend, aus Böblingen und Umgebung, die zumindest unser Logo mal wieder hochhalten wollen, dass das nicht ganz unbemerkt im Schwabenland vor sich geht. Dann morgen, wie üblich, um 6.30 Uhr. Für Frühaufsteher, Frühstück am Bauzaun. Am kommenden Freitag kommt Cem Özdemir, und das ist kein Wahlaufruf, das ist eine Veranstaltung im Gewerkschaftshaus, wo Cem Özdemir mit Hochreiter zusammen zum Thema, welche Bahninfrastruktur brauchen wir, sprechen wird und sich den Fragen stellt. Und ich denke, da gibt es doch bestimmt einige, die auch einige Fragen an Herrn Özdemir haben. Dann noch ein Hinweis, den ich auch gerade eben bekommen habe. Die NPD wird am kommenden Donnerstag um 8 Uhr morgens einen Stand am Marktplatz Cannstatt machen. Das wurde mir gerade so weitergegeben. Ich gebe es mal einfach unkommentiert hier. Weiter. Nun hoffe ich, ich habe alles. Ja. Unser Demozug beginnt, geht wie letzte Zeit üblich hier durch die Lautenschlagerstraße, Theodor-Heuss-Straße, Wolfstraße zum Schlossplatz. Es wäre schön, wenn der Demozug sich sammelt und dort, wenn alle da sind, einen doch sehr eindrücklichen Schwabenstreich hinlegt. Anschließend gibt es das offene Mikrofon am Fahnenrondell am Schlossplatz. Ich wünsche Ihnen alle eine gute Demonstration, einen guten Nachhauseweg und natürlich oben bleiben.